Ein frohes neues Jahr 2021. Hast du auch Vorsätze für dieses Jahr? Tú también tienes propósitos para este año. Eso es lo que queríamos saber de nuestra comunidad de Deutsch lernen mit Zaloa. Y por eso les hemos pedido a nuestra comunidad de mandarnos sus propósitos. Pero no queremos escuchar sus propósitos en español, sino en alemán. Este es un video en el que vas a aprender muchas nuevas palabras, vas a escuchar a otros hispanohablantes que aprendieron el alemán o que están aprendiendo el alemán y que nos presentan en este video sus propósitos, ihre Vorsätze auf Deutsch. ¡Viel Spaß! Für das Jahr 2021 habe ich drei Vorsätze. Vorsatz Nummer 1. Ich möchte einen Halbmarathon laufen. Vorsatz Nummer 2. Ich möchte Otomi lernen. Das ist eine indigene Sprache aus Mexiko. Und Vorsatz Nummer 3 ist für euch. Ich möchte, dass ihr alle erfolgreich Deutsch lernt und dafür werden wir jeden Tag bei Deutsch lernen mit Zalora arbeiten. Und du, hast du auch einen Vorsatz für das Jahr 2021? In diesem neuen Jahr möchte ich ein Abenteuer in Deutschland beginnen. Mein Vorsatz für das Jahr 2021, ich möchte nach Bayern fahren. Besonders nach München, weil will ich das Oktoberfest kennenlernen, aber muss ich mein Deutschniveau auch übertreffen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, auf Wiedersehen. Ich möchte im Jahr 2021, dass wir ein Level beenden. Für das Jahr 2021 habe ich drei Vorsätze. Erste. Mein neuer Vorsatz ist, einen Deutschen zu gewinnen. Zweiter. Mein Vorsatz für 2021 ist, nach Hauptstadt reisen. Und drittens. Im nächsten Jahr werde ich weiter studieren und weiter Deutsch lernen. Okay, das war alles. Und viel Glück im neuen Jahr. Tschüss. Mein Vorsatz für das nächste Jahr ist, Portugiesisch zu lernen. Mein Vorsatz für 2021 ist, in Juni, ich möchte, ich in Deutsches B1 und B2 Zertifikat erhalten, weil ich vom Beruf Krankenschwester bin. Ich möchte meine Anerkennung in Deutschland. Tschüss! Für das Jahr 2021 habe ich zwei Vorsätze. Vorsatz Nummer 1. Ich bin lernen Deutsch seit 7 Monaten und ich möchte Deutsch besser verstehen. Vorsatz Nummer 2. Ich möchte reisen Sie ohne Komplikationen nach Deutschland. Guten Tag, Saloa. Ich bin Carlo. Mein Vorsatz für das Jahr 2021 ist, mein Deutsch besser sprechen. Es ist möglich, nach Deutschland reisen, aber ich weiß nicht, jetzt und wenn. Danke schön. Tschüss. Ich möchte mehr lesen und weiter viel Sport machen. Mein Jahresvortrag ist das B1-Level in Deutsch zu beenden.
Mein Vorsatz für 2021 ist wieder mehr Sport zu machen. Ich möchte einen Deutsch-Nivellkurs beenden. Ich möchte einen Job in Deutschland bekommen. Und ich möchte mit meiner Familie reisen, um in Deutschland zu leben. Dankeschön. Tschüss. Wow, increíble cómo dijeron sus propósitos auf Deutsch, en alemán. Increíble. Yo me siento muy, muy, muy orgullosa de cada una de esas personas que nos mandaron sus propósitos en alemán. La verdad, increíble. Estoy segura que van a lograr todas sus metas y también sus propósitos para este año 2021. Yo les deseo a todos ustedes muchísima salud, muchísima felicidad para este nuevo año. Y me gustaría leer en los comentarios, ¿Hast du auch einen Vorsatz? ¿Cuál es tu propósito? ¿Was ist dein Vorsatz für das Jahr 2021? Yo estoy muy emocionada por este año porque van a venir muchas cosas increíbles respecto al aprendizaje del alemán. Nosotros tenemos para todos ustedes algo, bueno, varias cosas preparadas, varias sorpresas también que aún no les puedo contar. Les recomiendo mucho de seguirnos también en Instagram. Ahí tenemos cada martes un quiz sobre los videos que publicamos aquí en YouTube. Y así también podemos estar en contacto por Instagram. Un abrazo a todos. Ich sende euch ganz liebe Grüße und wünsche euch einen schönen Tag und ein frohes neues Jahr 2021. Bis bald!